Freunde der Sonne. Moin. Heute wird wieder gekocht. Es hat geregnet, regnet auch stellenweise noch ein bisschen. Es ist also gutes Wetter, um mal wieder mit Holz zu kochen. Schiedwetter ist dafür ja immer ideal. Heute werde ich eine eigene Nudelsoße kreieren, wenn man so will. Hatte so ein bisschen Sachen noch rumstehen. So, zum Beispiel Mini-Rest-Curry. Ich werde eine Nudelsoße machen. Dafür habe ich passierte Tomaten, wie immer. Dann habe ich 4 Gewürzgurken geschnitten, die in Viertel über die Längsseite und dann so ungefähr halbe Zentimeter Stücken. Von dem Sud habe ich ca. 100 ml. Sieht man ja, hier ist auch die Flüssigkeit drin. In meinem Topf ist nichts mehr drin. Dann habe ich Knoblauchgranulat. Die Nudeln, die man da sieht, das sind rote Linsen, Fusilli. Und logisch auch wieder Salt, Pepper, Brühe, Barbecue-Würze, Dose dabei. Ich werde nur selbst davon und fertig aus, das sollte passen. Ich kriege hier ja eine schöne Säure. Durch die Tomate müsste ich so ein bisschen Süße bekommen. Soße wird als allererstes gemacht. Ich bin auch am überlegen, ob ich die Nudeln dann einfach mit in die Soße werfe und das noch so zu Ende kochen lasse. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann hat man so gesehen wieder so ein One-Pot-Ding. Und die garen ja ultra schnell. Also die Nudeln, diese Fusilli, rote Linsen-Fusilli, die, ich glaube, 7 Minuten steht auf der Packung oder so. Das kommt auch hin. Also ich möchte sie auch noch ein bisschen mit Biss haben, ne? Muss ja nicht zerfleddern, der ganze Klimbims. Jo, ich bereite mal den Hobo vor und dann sehen wir uns oben drauf, ne? Hobo ist am Start. Und im Topf ist bisher passierte Tomate, mehr nicht. Das darf jetzt schon mal so rauf. Und ich werde komplett ohne Deckel arbeiten. Dann kann ich von oben auch immer schön das Holz nachlegen, alles gut. Und ja, erstmal warten, bis es ein bisschen heiß wird. Und dann geht das weiter. So, das Ganze ist ja ein sehr simples Unterfangen. Tomate kommt schon so ein bisschen. Ich mache jetzt gleich die Gewürzgurken da rein. Wie gesagt, 100 ml Saft davon. Das lasse ich jetzt einmal kurz ein bisschen aufkochen. Dann würze ich. Dann fülle ich mit Wasser auf. Und dann schmeiße ich die Nudeln dazu. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. So, es fängt schon langsam an, ein bisschen zu köcheln. Und ich denke mal, wir können mal anfangen zu würzen. Dann zieht das so richtig schön durch. Den Fitzelrest Curry komplett. Salt. Oh, das sollte lang. Pepper. Oh, sieht auch gut aus. Und jetzt die wichtigste Zutat meines Erachtens. Das Knoblauch. Da darf ganz gut was ran. Ja, das sieht doch gut aus. Rühren wir mal durch den Hobel. So, jetzt darf das noch einmal richtig schön aufkochen. Dann kommt heißes Wasser dazu. Dann schmeiße ich die Nudeln mit rein. Und dann ist es schon fast fertig. Der ist gut am Ballern. Ich schmeiße jetzt die Nudeln rein und dann gucke ich, wie viel Wasser ich brauche. Da muss was. So, Wasser kommt dazu. So, jetzt darf das erstmal schön weiterkochen, ne? Dann haben wir es auch bald. Ja, so schnell geht das. Seit die Nudeln dazu sind ungefähr 8 Minuten vergangen und so sieht das Ganze aus. Das ist natürlich viel zu heiß mal wieder. Stelle ich gleich beiseite. Hobo darf ausgehen. 10 Minuten, 15 Minuten, so ungefähr, dann kann ich futtern. Perfekt. Ja, ich sag nichts. Einmal fürs Enjoyment. Kaffee am Start. Essen darf noch stehen. Gleich wird gefuttert. Und
der darf jetzt schön ausgehen. Sieht doch geil aus. Ich liebe Feuer, Alter. Richtig cool. Könnte ich stundenlang angucken, sowas. Und immer wieder nur so ein kleines Stückchen nachwerfen. Da steht der Pott. Mmh, yummy. Gucken wir uns mal das Ergebnis an. Löffel beiseite. Baby. Look at this. Alter. Alter, sieht das gut aus. Oh yeah. Probieren. Da. Es ist echt gut. Bisschen scharf irgendwie. Aber nicht pfefferscharf. Anders scharf. Kommt aber geil. Kommt richtig gut. Kleines Bierchen dazu, ne? Darf nicht fehlen. Ja, das ist ein gutes Essen, ey. No joke. Das schmeckt echt gut. Geil. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, gern ein Abo da lassen. Ein Like, freue ich mich auch immer drüber. Und das war's, ne? Ich hau mir das jetzt rein hier. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ringehauen.